Regelung, dass Junior Kampf 3x2 Minuten. Blaue Ecke aus Düren, Hamad Rasul. Rote Ecke Marosch, Jeffrey Womoch. Junior Klasse 50 Kilo, Kampf 3x2 Minuten. Die erste Runde ist vorbei, 2 Minuten, als Rechtsausleger ist er aufgetreten hier auf der Rasul, gute Akzente in den ersten 2 Minuten schon, was kann man als Fazit zur zweiten Runde mitnehmen? Ja, dass er auf jeden Fall dem Gegner besser den Weg abschneiden sollte und mehr sich mit der Vorhand ranarbeiten sollte, damit er seine schnellen und explosiven Kombinationen ausführen kann, ne? Weil der Gegner wird zu 100%ig nur im Rückwärtskampf boxen und das den ganzen Kampf, weil er versucht, sich die Punkte zu machen, indem der auskommt hat. Deswegen muss Rasul der Druckmacher sein. Ja. Außen so aus, dass der Gegner ein bisschen ängstlich zeigt. Genau, ja, weil Rasul hat wirklich eine sehr, sehr starke Linke. Ne? Und besonders wenn die trifft, dann kann man wirklich beängstigt. Come on!
Kettler. Gute Treffen der zweiten Runde. Zum Schluss angezählt, der Gegner? Jawohl, der hat die Schlaghand stark getroffen und das auch mehrmals. Deswegen, irgendwann wird man natürlich angezählt. Der Gegner hat sich zäh gezeigt, aber wurde dann angezählt, weil irgendwann mal wird das auch zu viel. Weil ich weiß, mein Bruder hat eine sehr starke Linke. Und mal gucken, wie es jetzt in der dritten Runde ausschaut. Es könnte natürlich alles entscheiden, wenn der Gegner alles umdreht. Und wir schauen mal. Wir unterschätzen niemanden. Und wir werden jetzt ja weiterhin anfeuern. Und dann werden wir hoffentlich mit einem Sieg nach Düren kommen. Ne? So, kommen wir zur Boxveranstaltung hier in Düren auf der Anna-Kirmes. Die 22. Veranstaltung und im 50-Kilo-Bantamgewicht Rasul, der Kandidat hier in der Region, vor kurzem bei den deutschen Meisterschaften gewesen in Rügen und im Finale knapp verloren. Mit welchem Schmerz ist man nach Hause gefahren von Rügen? Also ich habe mir nicht wirklich was draus gemacht. Ich habe mir einfach gedacht, immer weiter, dann klappt schon. Und nächstes Jahr ist es auf jeden Fall soweit. Also nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall Erster sein, das kann ich garantieren. Weil ich werde jetzt hart trainieren, bis zum nächsten Mal. Kommen wir mal zum heutigen Kampf. Der Gegner war dir bekannt. Drei Runden deutlich geführt, sag ich mal. In der ersten Runde so leicht angetastet. Man sah, dass der Gegner immer im Rückwärtsgang war. Ja, also ich habe... Ja, wie soll ich sagen? Es ist am Anfang immer schwer, sich anzutasten. Es ist immer schwer, sich reinzufinden. Was hat der Trainer in den ersten zwei Minuten zu dir gegeben in der Ecke? Also er hat mir gesagt, ich soll ihn schön weiter so drücken. Und wenn ich das dann weitermachen werde, dann würde ich ihn dann gewinnen, also wie ich es jetzt gemacht habe. Ja, die zweite wurde schon besser, die dritte war ja eindeutig. Hat es kurz vorm K.O. Wo hat es daran gelegen, dass es doch nicht der Schlag kam zum K.O.? Um ehrlich zu sein, ich war selber ein bisschen weg. Ja. Du hast eben angesprochen, deutsche Meisterschaft in Junioren, Platz 2, Vizemeister, Mittelrheinmeister, Bezirksmeister, Westdeutscher Meister, alles geholt. Heute diesen Riesenerfolg. Hatte man, sag ich mal, jetzt vor dem heutigen Gegner Respekt, weil im Hinkampf hattest du verloren. Ja, also letztes Jahr habe ich verloren. Ich habe letztes Jahr eindeutig verloren und dieses Jahr wollte ich unbedingt gewinnen. Ich wollte unbedingt, sagen wir mal, meine Rache nehmen. Wie sieht es jetzt aus? Heute den Erfolg, du freust dich über beide Backen, jetzt Pause bis zum Ende des Jahres oder hast du noch einige Pläne? Quatsch, also ich werde versuchen jetzt auf jeden Fall bei großen Turnieren mitzumachen, wenn das klappen sollte.
Ja, du bist ja im Kader berufen worden, im Nationalkader, hast auch schon einen Länderkampf mitgemacht in Frankreich. Wie ist denn so eine Erfahrung, unterm Nationaltrikot zu boxen? Also ich finde es sehr schön, es war die Erfahrung wert und ich würde es gerne wieder machen, wenn Sie mich einladen. Kommen wir mal zu deiner schulischen Seite noch. Du bist ja noch Schüler, 15 Jahre. Wie sieht es mit der Schule aus? Wie steht die Schule hinter deinen Leistungen? Also momentan läuft alles gut. Ich kann mich nicht beschweren. Es ist alles top. Welche Schule gehst du denn? Ich gehe auf die Heinrich-Böll-Gesamtschule in Düren. Was hast du denn mal vor? 15 Jahre, du hast ja noch das Leben ganz vor dir. Junior jetzt im Boxen, hast du mal angesprochen im Vorgespräch. Die Olympiade ist mal dein Traumziel. Aber was hast du jetzt vor mit der schulischen Seite? Also ich möchte jetzt erstmal mein Abitur machen und dann auf jeden Fall Pharmazie studieren. Yeah. Ist natürlich ein hohes Ziel und dementsprechend muss der Boxsport wahrscheinlich wieder zurückgelegt werden. Oder möchtest du vielleicht mal über eine Profikarriere nachdenken? Ja, genau. Profi könnte ich auch mal werden. Das habe ich auch schon ein bisschen im Kopf. Wieso nicht? Aber du hast ja beachtliche Leistung, erst 3 Jahre im Ring. Wie bist du überhaupt zum Boxen gekommen? Also ich bin durch meinen Bruder zum Boxen gekommen. Er hat mich immer zu Hause trainiert. Und dann hat er mich zu Ernst gebracht und Ernst hat mich dann weiter trainiert. Meine letzte Frage für heute. Was gibt es denn heute als Prämie für deinen souveränen Sieg hier in Düren? Das weiß ich noch nicht. Also wir gucken erstmal, wie es hier läuft. Also wird der Trainer entscheiden, ob du jetzt eine Prämie bekommst oder, sag ich mal, ein gutes Essen? Ja, also es kommt darauf an, wie es im Gesamtergebnis aussieht. Genau, dann können wir erst feiern. So, kommen wir mal zurück nach Düren zur Boxveranstaltung bei mir. Der Verlierer in der 50-Kilo-Klasse im Bantamgewicht. Den Hinkampf gewonnen und heute leider nicht dazu gebracht. Wo hat es denn dran gelegen? Man meinte, in der ersten Runde hattest du ein bisschen den Rückwärtsgang drin. War da ein bisschen, sag ich jetzt mal als Laie, die Angst zu sehen? Eigentlich als Boxer darf man ja keine Angst haben. Es war keine Angst. Ich war lange nicht im Training. Und ja, ich hatte nicht die Motivation zu dem Kampf. Und ich habe auch nach der ersten Runde gemerkt, dass es nicht mein Tag ist. Meine Beine waren auch nicht so fit wie immer. Und ja. Du hast gerade angesprochen, die erste Runde hast du selbst schon gemerkt, dass es nicht so funktioniert heute. Die zweite, dritte Runde. Hast du denn eine gewisse Taktik gehabt? K.O. will keiner werden beim Boxen. In der dritten Runde war es ja wirklich eng geworden um deinen Kopf, sag ich jetzt mal. Ja, wie gesagt, ich habe es immer wieder probiert, aber es klappt. Also es hat nicht geklappt. Und ja. Wie lange boxst du schon? 5 Jahre. Und jetzt in deiner Karriere, in deiner jungen Karriere, welche Erfolge hast du da schon aufzuweisen? Viele. Viele? Ja, viele. Dein größter bei den deutschen Meisterschaften? Ja, ein deutscher Vizemeister 2012, glaube ich. Was hast du denn mal vor als junger Boxer in den nächsten Jahren? Oder möchtest du doch mal jetzt den deutschen Meister holen und dementsprechend auch international kämpfen? Ja, mein Ziel wäre schon die deutsche Meisterschaft. Ja. Du hast eben selber angesprochen, heute nicht nur die Motivation gehabt. Wo hat es dran gelegen? Vorbereitungen, vielleicht in Urlaub gewesen oder war irgendwie so eine Durchhängephase? Jeder Sportler hat mal so eine Hängephase. Ja, ich denke, das liegt an den Ferien, wie an dieser Phase, wie Sie sagen. Und ich hatte auch viel anderes vor Augen, anstatt nur das Training und den Kampf. Und ja. Dann wünsche ich alles Gute für die nächsten Kämpfe. Vielen Dank.